Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Bei mir, dem Shining, mit Monster Hunter Stories 2. Ja, beim letzten Mal haben wir den Paolomo verkloppt. Haben ein bisschen hier auch Kronkorken wieder gesammelt. So, was kann ich hier jetzt am Waffenschmieden neu? Paolomo-Messer. Messer brauche ich nicht, genauso wie ein Horn. Ich habe mir auf jeden Fall eine Rüstung auf jeden Fall schon mal vorgeschmiedet. Was bringt mir die Paolomo-Rüstung, by the way? Bringt manchmal den erlittenen Schaden. Klingt jetzt nicht so schlecht. Ich habe mir eine Kutko-Rüstung auf jeden Fall gebastelt. Offscreen, während ich hier gegrindet hatte. Das hatte ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Dafür braucht man ein Paolomo-Gewebe, um das überhaupt aufbessern zu können. Und aufgebessert würde ich die dann auch tragen, weil die deutlich mehr Abwehr hat als meine jetzige. Man kann es jetzt schon vergleichen. Muss ja nur aufpassen, dass ich nichts mit Wasser abbekomme. Vor allem Ding Feuerboost war, dass auch noch meine Feuerangriffe stärker sind und ich habe ja eine Feuerwaffe. Okay, da. Ne, Poké, ja, habe ich hier gerade irgendwie. Wieso nimmt er die Poké-Rüstung da? Da brauche ich jetzt noch von irgendwas anderem. Irgendeinen anderen Gian-Monster wahrscheinlich. Es gibt ja noch den Gian-Garuga. Keine Ahnung, wann der kommen würde. Aber es ist ja im Bereich des Möglichen. Ich finde es schade, dass es keine gute Waffe von dem Dude gibt. Ich habe mir auch vom Kuropeko übrigens die Waffe gemacht. Kann ich aber auch bisher nicht verbessern. Und ist so tatsächlich ein bisschen stärker als mein Kutko-Spieß. Und kann den Gegner einschläfern. Deswegen würde ich den auch tatsächlich ausrüsten jetzt. Also sowohl die Rüstung tausche ich aus. Ich habe ja auch Nisten da irgendwo eingesammelt, dass ich ein bisschen besser an die Eier komme. Nee. Es war so, dass... Hier. Die kann man ja jetzt vergleichen. Der würde ein bisschen stärker sein, aber ich muss den erst verbessern. Ich habe da was falsch gesehen. So, das Paolomo-Ei, das brüten wir jetzt auch tatsächlich einmal aus. So, du bist das Paolomo-Ei. Die anderen beiden Eier lasse ich erstmal in Ruhe. Wir mal sehen, wie sieht ein Paolomo und klein aus. Oh. Sieht ja richtig putzig aus. Ist aber leider ein kleiner Scheißofen, also kann ich ihn gar nicht gebrauchen. Es klang jetzt hart, aber der war halt wirklich nicht gut. Es war ein ganz normales Paolomo-Ei. Ich kann die erst gebrauchen, wenn die selten sind. Oder, was ich auch einmal gesehen habe offscreen, ein tolles Ei ist. Weil toll, da ist da so Regenbogen, das Leuchten. Vielleicht sehen wir das auch noch, während ich hier aufnehme. So, jetzt hätte ich gerne einmal hier die letzten Fallen. Die Stallung würde ich eigentlich auch gerne aufbessern, aber ihr, ja, habt nicht das Zeug dafür vorhanden. Die beiden nehme ich natürlich mit. Ich könnte mir noch Goldklumpen holen für ein bisschen Geld, aber ich lasse es mal. Die Frisuren müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. Was hat er eigentlich an Talisman für mich? Hab ich gar nicht geguckt. Ich hätte ja am besten so das Nisten da für mich. Nein, nicht mal ansatzweise was Gutes. Die, sowohl die Waffen als auch die Rüstung, die da hat, mir für über die Kronkorken zu holen, ist absoluter Schwachsinn, weil ich könnte die gar nicht verbessern. Und die würden auf ewig schwach bleiben. So, Stärke und ein Verteidigungsmittel. Kommt beides bei mir rein. Weil bei mir macht es am allermeisten Sinn. Weil ich bin das Einzige, was niemals ausgetauscht wird. So, dann gehen wir jetzt endlich zum Ältesten. Ich habe euch 5 Minuten einen von Latz gelabert.
Ja, doch während dieses Gesprächs mal die Klappe. I see you are back. How was it? It was just like you said. I don't know why, but that Paolumu was going nuts. But don't worry, we made sure it won't be causing any more trouble. Well done. However, you still lack experience. You must work a lot harder if you plan to protect this egg. Well, jeez! You got any other problems around here? We'll solve them all, no big deal. Bring it on! Right, buddy? Some of our villagers have been reporting an increase in monster attacks on the Harzgai Rocky Hill. We suspect it to be the work of a monster camouflaging itself among the rocks and boulders. A monster that looks like a rock? So, jetzt rede ich mal wieder mit. Ich kann mir bei den Monstern vorstellen, dass es ein Bravius oder ein Gravius ist, weil die können sich so tarnen. Eher wahrscheinlich der Basarius, weil wir noch recht nah am Anfang des Spiels sind und der Basarius schwächer ist. Ich habe mir auch gerade was zu trinken eingeschenkt, deswegen wollte ich nicht reden. Also, Gebirge... Das war doch da, wo der Tigrex war. Bei dem waren Fassbomben bei Monsanto immer praktisch. Ich habe auch sehr viele Schallbomben. Die bringen dem, bei dem aber wahrscheinlich gar nichts. Blitzbomben vielleicht allerhöchstens noch. Hat irgendwer in diesem Dorf noch eine Quest für mich? Nein. Dann gehen wir jetzt einfach mal los. Hoffen, dass wir nicht sterben. Warte mal. Ich weiß, dass es hier übrigens einen Lutrof gibt durch die Prüfungsquest, weil genau jetzt hier in dem Gebiet hier die Alcala-Elite ist und darunter der Königslutrof ist. Also muss der hier irgendwo rumstreuen. Ich nehme jetzt übrigens nicht mehr das Trainingsgebiet, sondern das Findergebiet mit, einfach damit ich eine höhere Chance habe, hier die seltenen Eier zu kriegen. Macht einfach mehr Sinn. Auch was Amulette angeht. 3 Amulette vom Finder-Amulett rein. Ich könnte noch 2 hinterher schmeißen, dass der Effekt ein bisschen stärker ist. Einen Moment. So. Eigentlich ist es doch immer bei 5 geht's höher. Oder nicht? Ich hätte das doch mal abgezählt. Okay, ich opfer jetzt kein weiteres. Auf jeden Fall kriege ich jetzt auf jeden Fall bessere Eier. Wo ist denn überhaupt das Gebirge? Finde ich jetzt übrigens direkt einen Königslutrof. Ich bekämpfe den, ich brauche den Königslutrof. Weil ich habe gesehen, dass hier sehr viele Monster mit Wasserschwäche sind. Beziehungsweise Feuermonster. Allein schon hier Basarius, Gravius, einer von beiden, beide sind schwach gegen Wasser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da unten am Ufer irgendwo ein Königslutrof rumgammelt. Nebenbei, hier oben war auch ein Einsbau, aber ich will, glaube ich, wirklich erstmal warten, bis ich hier alle Fähigkeiten habe, bevor ich die Einsbauer erkunde. Also, den hebe ich mir noch auf. Außerdem, so spannend sind die jetzt auch nicht, dass ich die jetzt hier unbedingt zeigen muss. Ich glaube, die Einsbauer, die hole ich mir jetzt auch alle einfach offscreen, aber zeige euch auf der Karte, wo die sind. Und ich will jetzt hier unten einen scheiß Königsloot drauf sehen, bitte. Nein, du interessierst mich nicht. Kleiner Umweg. Da unten vorne ist ein seltener Bau. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege ein tolles Ei von irgendeinem Vieh. Einen Moment. Wir sehen uns am Nest. So, Leute. Wir sind am Nest. Das ging recht schnell tatsächlich. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich hier noch... Während ich gelaufen bin mit... meinen Kollegen hier abgesprochen habe wegen nächster Aufnahme. Das könnte ein Lothoff-Ei möglicherweise sein, weil das ist neu. Ja, soll ich versuchen noch ein tolles rauszuholen, weil ich habe 23% auf tolle Gene. Na scheiß drauf. Komm. Jetzt gib mir doch mal was.
Deal. Ach, ich hab den Lutrof. Oh, Lutrof! Ich wusste doch, die gibt es hier. Komm, dich mach ich fertig. Die hatten wir nämlich noch nicht. Und ich weiß ja, dass du eine Feuerschwäche hast. Ich weiß, wie unlogisch das klingt, aber das ist ein Wassermonster. Ey, du bist doch definitiv ein Krafttyp, so sehr, wie du immer reinprügelst. Deswegen Monsterwechsel und Rammer. Wenn du kein Krafttyp bist, fress ich einen Besen. Und definitiv... Warum kann ich den Schweif nicht angreifen? Ich sag doch, du bist ein Krafttyp. So sehr, wie der immer versucht, einen aufs Maul zu geben, weil der ist einer, der wirklich in den Nahkampf geht und nur am Prügeln ist. Der ist weder schnell, noch ist er irgendwie technisch begabt. Ich konnte mir da nur den Krafttyp vorstellen. Tut mir leid, aber es ist bei manchen Monster zu offensichtlich. So, ich mache einen Ladungstackling und du machst einen Token. Nee, warte mal. Du machst Elementangriff, also schwäche ich das mal. Warum habe ich jetzt nicht auf das andere Körperteil gezielt? Ach egal, kann ich ja mit der Aufladetechnik machen. So, Elementangriffe gesenkt. Das Teil ist eh gebrochen. Schade, dass mir Elfe mit seinem Bogen hier auch noch zeigen kann, dass er dagegen schwach ist. Das fände ich eigentlich gut. Das ginge. So, Todesschlag. Aufgeladener Hieb. Aber ich wusste doch, dass es hier einen Königslutrof gibt. Ich habe mir nur leider ein besseres Ei erhofft. Und die Spam? Ah! Das Button ist mir. Oh, der ist fast tot. Kann ich hier noch ein Ei aus dem rauskriegen? Nee, ich habe ja eigentlich eins in der Hand. Irgendwie sollte es nicht möglich sein. Vor allen Dingen ist ja der, der das Nest gerade verteidigt. Gut, dass er mich gerade nicht auf den Kieker hatte. Also wenn ich nochmal einen Königslutrof sehe, dann versuche ich nochmal speziell nur auf den. Ich behalte natürlich das Ei, was ich jetzt gerade habe. Ich habe ein Ei bestimmt von dem Königslutrof, weil ich das vorher nicht hatte, dieses Ei. Und die Farben sogar relativ gut zum Lutrof passen. Gelb-grün, weil der ja so einen grünlichen Bauch hat und seine Mähne ist ja mehr als deutlich gelb. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Lutrof-Ei ist. Feucht Leviathan, das bestätigt das, weil der Lutrof ist das einzige Leviathan-Vieh, was ich bisher hier gesehen habe. Leviathane sind nämlich die, die im Wasser leben. Und bestimmt hat der auch die Schwimmfähigkeit. Das würde sehr viel Sinn ergeben. So, streunt hier... Warte mal. Wo wir schon hier bei sind. Opedia. Er sagt doch, der ist von hier. Brich den Bauch mit einer Hiebwaffe. Okay. Da ist ein Königslutrof. Ich versuche es einmal. Ich hatte leider Pech. Ich habe gerade gelernt, dass die wenigstens nicht den Bauch angreifen, wenn Lutrof da ist. Ich guck direkt, ist hier noch ein weiterer in der Nähe. Ist auf jeden Fall Katzerwandstand, den ich jetzt dadurch freigeschaltet habe. Ich guck hier gerade, ob hier noch ein Lutrof ist. Ja, da hinten, den mache ich auch nochmal eben platt und versuche es. So, beim zweiten hatte ich Glück und es hat die Flucht ergriffen. Und mein Arthuros hat ein Level Up, aber der ist ja ein Krafttyp, der Lutrof, und ich werde ihn definitiv mit dem Arthuros austauschen. Ich hoffe jetzt nur in dieser Höhle, dass ich dann jetzt ein tolles Ei kriege. Warum zum Geier ist die Höhle da hinten? Und sammel dann jetzt erstmal das Ei. Wir sehen uns wieder mal beim Nest.
So Leute, bin jetzt tatsächlich schon am Nest. Hat nicht lange gedauert. Dann hoffen wir mal auf ein richtig gutes Ei. Bei meinem Glück finden wir ja auf jeden Fall eins. Müll. Immer noch... Naja, halbwegs Müll. Ich brauche dieses Regenbogenleuchten. Dann ist es ein geiles Ei. Schade. Nur noch beschissener. Er hat nicht mal gemerkt, dass ich das Ei geklaut habe. Ach, wisst ihr was? Ich lasse ihn mal in Ruhe. Ich nehme das Ei jetzt mit und brüte jetzt erstmal das Luthoff-Ei aus. Und hoffe einfach, dass ich ein gutes dabei erwischt habe. Und packt es mir dann auch ins Team. Der Arzuros fliegt dafür raus, weil der ist echt nicht so gut. So, und hier ist mein Luthoff. Richtig putzig, ihn klein. Hat sehr viele blaue Sachen. Neidiges Wasser, Wasserbuße und Wasserverteidigung. Also der hat hauptsächlich hier Wassertechniken. Aber genau sowas fehlt mir in meiner Gruppe ja. Etwas, das was gegen Feuer machen kann. Weil ich hatte bisher sehr viele Feuergegner und konnte nichts gegen ihn machen. Wasseratemgen ist was? Der Aquaschuss fügt leichten Wasserschaden hinzu. Leidiges Wasser kann ja hier... Ah, das versinken Ringer Geschwindigkeit und Donnerverteidigung. Und das letzte... Ein Wasserschaden, der aber auch einen Rückschuss hat. Okay, und ansonsten ist der... mehr oder weniger useless, aber der hat halt Schwimmen. Das... brauche ich. Das habe ich bei dem ein oder anderen Einsbau gesehen, dass mir das gefehlt hat und ich es gebraucht habe. Ich muss jetzt erstmal noch kurz an das Teil hier. Nebenbei kann ich mir aus dem Luthoff irgendwie eine Waffe machen. Verheerungsschwert. Das wird auf jeden Fall besser sein als das, was ich jetzt habe. Dann hätte ich auch eine Wasserwaffe. Ich muss es aber erst einmal aufbessern. Die Rüstung kann ich mir nicht vorstellen, dass die gut ist. Och, Garqua-Federn werden dafür gebraucht. Das ist ja wirklich ein Geschenk. Ja, hat jetzt schon eigentlich mehr als mein... Kutku... Hier mein Hunentaubter. Und würde mir nicht... was an Geld und einen Luthoff-Teil fehlen, könnte ich es auch direkt nochmal aufbessern. Warte mal. Gegen das eine können wir was machen. Ja, Geld war jetzt nicht das Problem. Ich gucke einfach, dass ich einen Luthoff noch umbringe und dann kann ich ihn ja eigentlich direkt aufbessern. Wir sehen uns wieder in der Ebene. So Leute, dass wir jetzt nicht direkt in der Ebene sind. Ich dachte mir, wenn wir schon hier sind, können wir direkt in 1, wo der direkt neben den Katzerwattestand war, mitnehmen. Hier brauche ich springen. Habe ich ja dabei. Ich habe jetzt nur den Sunny hier ausgerüstet. Weil da Viecher standen und ich keinen Bock auf den Kampf hatte. Die paar Kronkorken, die nehmen wir mit. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ich die 1-Bau jetzt offscreen machen soll oder die zeigen soll. Warte, den Luthoff bringe ich um wegen Waffe. So, der Kampf war recht easy. Sobald ich aus dem 1-Bau raus bin, verbessere ich das Schwert noch aufs Maximum. Ja, dafür habe ich ja einen. Man muss für alles einfach irgendeinen dabei haben. Halt fürs Felsbrechen, fürs Klettern brauche ich noch einen, fürs Schwimmen, fürs Springen. Hier brauche ich einen zum Schwimmen. Ich sagte euch, ich brauche den noch. Aber für was anderes brauche ich ihn tatsächlich halt nicht. Ich kann mir beim Tigrex gut vorstellen, dass er Klettern hat, weil der im Rise und so weiter recht gut die Wand immer hoch und runter kam. Also der ist eigentlich ein richtiger Klettermeister. Ja komm, wenn der Yagi mich angreift, überspringe ich. Ja toll. Billigste Ei von allen direkt gekriegt.
So Leute, ich weiß, wir kennen den Kampf zwar schon, aber es gibt eine Premiere. Wir sehen jetzt mal die Bindungstechnik von Königslutrov. Bin schon gespannt, wie die aussieht. Saito-Spritze heißt die. Und wir machen Kunststückchen. Sah nice aus. Naja, jetzt sehen wir uns draußen. So Leute, ich habe jetzt das Verheerungsschwert fertig gemacht. Also das ist jetzt auf der Maximalstufe. Jetzt müssen wir da oben hin. Bis da oben hin laufe ich auch heute noch. Ich habe nebenbei noch ein paar Nebenquesten abgegeben. Dadurch hat jetzt mein Königslutrov auf den Aquaschuss schon. Im Prinzip ja kann ich hier auch schwimmen und den Einsbau da hinten noch holen. Mache ich aber offscreen. Weil wie gesagt, so spannend sind die nicht. Das ist vom Prinzip her nur ein Nest, wo ich noch Kronkorken nebenbei kriege. Ich lasse euch wie gesagt auch in den Kommentaren abstimmen, was ihr da so wollt. So, hier mache ich jetzt Pause, weil ich mir gut vorstelle, dass danach eine Zwischensequenz mit dem Basarius kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen heute. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!